aber man muss das auch können. Ja, sicher, klar. Ich habe immer kein Dartboard. Ja, so. Da mussten wir unter Vier fahren. Denn er hatte die Landeklappen auch dermaßen runtergesetzt. Hat er schön aufgesetzt. Ja, schon ein imposantes Fluggerät. 18 Meter, 18 Spannweite. Die obere Tragfläche. Unten ist es um 4 Meter 35, glaube ich, kürzer. Die Höhe am Seitenleitwerk 4 Meter und 20. Propellerdurchmesser 3 Meter 60. 1015 PS. Michael Watermann möge bitte einmal zur Fleischerei Weiland kommen. Michael Watermann, bitte. Ja, achten Sie noch einmal auf die kurze Startstrecke, um die 200 Meter. Der Start ist freigegeben. Dass der Michael Watermann sich eingefunden hat bei der Fleischerei Weiland. Und es ist vielleicht auch gerade an der Zeit, diejenigen, die uns hier bzw. Sie verköstigen wollen, zu der Bitte des Teams extra zu uns gekommen. Höchste Geschwindigkeit Weltbusten Doppelgänger 250 km/h. Und schau dich an. Und im Hintergrund sehen Sie einen sogenannten Bannerschlepp. Du siehst doch nicht wieder, sind doch zu klein, aber ich merke das doch, wenn ich in Linden wird gerade ein neuer Möbelmarkt eröffnet und da wird eine Inwerbung mit einem Banner. Ja, ganz normales Wochenende hier auf dem Segelflugplatz in Hochheimberg. Sie finden uns hier immer, wenn die Wetterlage entsprechend ist. Wird hier akribisch vom Boden aus überwacht. Auch das Flugzeug drüben, welches Sie dort sehen, mit dem Banner hinten am Leitwerk. Auch dieses Flugzeug hat sich hier gemeldet, weil hier darf kein Flugzeug einfliegen. Das ist eine offizielle Luftfahrtveranstaltung. Und unsere Flugleiter hier am Platz haben Kontakt mit diesem Bannerschlepp. Und ich denke mal, dass diese Pipe auch gleich einmal, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe, auch einmal hier über den Platz fliegen wird. Ja, auch um so einen Banner zu schleppen, wie wir das gerade Richtung Norden sehen, achten Sie noch einmal jetzt gerade bei der Landung auf diese kurze Landestrecke. Sie sehen auch die verwölbten Tragflächen. Und wie schnell dieses Flugzeug mit immerhin von der Bewegung zum Stillstand kommt. Ja, wie gesagt, dieses Banner, auch für diesen Bannerschnitt braucht man eine extra Berechtigung. Also es darf nicht jeder, der eine Lizenz für einen Bannerschnitt hat, dafür da ist der Ort, der das aber zusätzlich ausbildet, um so einen Bannerschnitt zu machen. Heute heißt der Bannerschnitt. Thank you.
Ja, und von rechts sehen Sie noch einmal diesen Überflug gleich. Diesen